Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Hearthswarm. Ja, wir spielen auf Akilon Wastes gegen den Zerg Tobi als Terraner und das trifft sich perfekt. Das Ganze ist erstmal unranked und ich habe ein Build, den will ich unbedingt testen und der ist so Bombe. Ich habe ihn schon mehrmals gespielt und der kann richtig Bombe sein. Okay, wir starten hier unten. Und mal schaue. Wer es übrigens sieht, ich habe die Grafik ziemlich runtergedreht bei StarCraft. Dafür sind die Effekte verdammt hoch. Also sind aufs Maximum hochgedreht, die Effekte. Was den Vorteil hat, wenn ein Protoss einen Observer losschickt, sieht man den. Den kann man nicht sehen dabei. Dieses Gewobbel, das fällt so unheimlich auf hinter diesem schwachen Grafikhintergrund. Also dieses Gewobbel, das ist wirklich, wer das nicht sieht, ist blind. Ich sehe mich schon kommen. Nächste Aufnahme gegen Protoss. Hups, ich hab's nicht gesehen. Oh je, das wird was. Naja, auf jeden Fall erstmal Terraner spielen, so ein bisschen. Joa. 13er Gas. Schätze ich mal, ist in Ordnung. Was der Build vorsieht, werde ich noch nicht sagen. Ich bin ja gemein. Ich sage ja nicht alles. David. Also ich habe ihn jetzt mehrmals gesehen und auch das ein oder andere Mal schon gespielt. Und der geht ab gegen Zerg. Der geht ab gegen. Okay, man kann ihn auch gegen eine Menge andere Sachen spielen. Und was drin vorkommt? Aua. Viel Aua. Beziehungsweise, das macht dieser Build, wenn man ihn nicht scoutet. Und das ist jetzt für ihn gerade unmöglich. Moment, er ist Zerg, hat Overlords. Ich brauche Marines, die Overlords umbringen können. Okay, da steht einer. Haben wir hier eine Hedge? Will ich jetzt mal wissen. Nein. Okay, mein Bild muss sich beeilen. Bau Gas. Bau WBF. Mach das. Du runter. Okay, haben wir einen Pool? Wir haben keinen Pool. Perfekt. Du bist vier. Du nicht. Du hier hin. Du hoch. Du das. Du ausbauen. Du und du Richtung Gas und da auch rein. So, die Hedge ist da unten. Das ist alles, was ich wissen muss, eigentlich. WBF schiebe ich mal nach da oben. Scheiß drauf. Brauche ich gerade nicht. Ich baue nur zwei Marines. Ah, Drone Scout. Oh. Stirb. Sehr schön. Das höre ich sehr gerne jetzt gerade. Weil ich jetzt gerade mal ein zweites Gas baue. Und hier oben mal ein Tech-Clip ranschließe. Normalerweise nach dem dritten Marine. Ich mache es jetzt nach dem zweiten. Das ist keine Ahnung, ob das der Build so will oder nicht. Ja. Dann ist gleich Party angesagt. Weil dieser Build, der macht so Schaden, wenn er durchkommt. Ja, bauen wir eine Factory dahin. Na. Yo. Einfach mal weiter Marines bauen, schadet ja eh nicht. Marines immer gute Idee. Machen immer Damage. Und hier werde ich nichts erforschen. Ich werde keine Combat Shields erforschen, ich werde nichts erforschen. Einfach aus dem Grund, weil ich es nicht brauche. Okay, Marine habe ich. Noch ein Marine. Ist auch der letzte, der da rauskommt. So, ja, das war ein Scan. Ja, das hätte ein Scan werden können. Sagen wir so. Okay, Marine, mach fertig. Factory will landen. So, und du baust einfach mal kackenreiß die nächste Factory hinterher. Und der erste Panzer ist im Bau. Ja. Und so funktioniert die BO. Tanks bis zum Abwinken. Zup. Noch ein Depot, bitte. Danke. Ja, perfekt. Das wollte ich doch bauen. Was tue ich hier? So. Ah, komm, nächster Tank in die Queue hauen, bitte. Tanks sind sowieso wichtiger gerade als Marines. Ah, ich kann sowieso beides gleichzeitig bauen. Und Bailing Bus kann er knicken. Spätestens jetzt.
Du. Na, Depots brauche ich nicht mehr. Damit habe ich jetzt vorerst genug. Hat mein Tank gerade geschossen? Hat er tatsächlich. Glaube ich. Passiert. Egal. Mein Tank hat geschossen, das reicht mir. Go. Danke. Fueled up, ready to go. Höre ich gerade sehr gerne. Jetzt müsste ich Doppeltank raushauen können. Kann ich sogar. Boom. Nicht genügend Mineralien. Und bauen noch Marine. Und Supply muss ich wieder bauen. Wer hier nicht baut, verschwindet wieder. Kapische? So. Das mal verkleinern hier, das brauche ich nicht mehr. Schauen wir, was der Zerg macht. Der Zerg spielt ein paar Linge und reißt sich da die dritte frei. Okay. Schicken wir den Reeds vor. Du nach da. Noch ein Tank bauen. So, die Tanks stehen hier unten. Normalerweise mache ich das mit, sollte man das mit Bunker machen. Mache ich aber jetzt nicht. Einfach weil, nö. Hab gesehen, der Dingens macht nichts. Mein Gegner. Hat keine Lust, was zu machen, wie auch immer. Ich habe 4 Tanks, also... Das ist für ihn eigentlich tödlich gerade. 4 Tanks können schon tödlich sein. So, Tanks mal nach da unten fahren, jetzt habe ich 6. Zack. Und ihr geht da mal hinten und tötet den Overlord. Fueled up, ready to go. Roll it. Wow. Daneben. Ich sollte Tanks bauen. Plöpp. Und erstmal Mules. Und erstmal 8 von euch weg. Euch mag eh keiner. Verschwindet. So, die sind weg. Und wie man sieht, meine Mineralien gehen jetzt gerade einfach ins Unermessliche. Einfach darum. Und das ist so Bombe hier. So, die Marines reichen. Die reichen locker. So, dann hauen wir das gleich mal in die Queue. Ai. Das habe ich gesehen, Freund. Hihihihi. Death Upgrades rein. Upgrade. Was tust du? Blöd, dass ich das sehe. So, da bin ich auch sicher. Supply brauche ich. So, und was ich auch brauche, ist eine eBay. Das da dran. Hatte ich nicht 2 gebaut? Ah, ne, ich hatte. Okay. Nein, hatte ich nicht. Das ist auch auf die 5. Plop. Und jetzt wird's richtig geil. Add-on complete. Da ist Panzer fertig. Ja, gib einfach mehr Vespin her. Du hier ins zum Gas. Du auch zum Gas. Du auch zum Gas. Du auch zum Gas. So. Das Schöne ist, mit Muta Harass kann er mich jetzt mal. Weil ich in meiner Base jetzt einfach mal diese verdammten Türme bauen kann. Achso, Target to close, okay. Insufficient Vespin Gas. Oh, sollte ich hier hinschicken? By the numbers, boy.
Ja, ist in Range für den Tank. Perfekt. Dann reißen wir das auch mal ein. Sorgen für neue Depots. Upgrade complete. Das ist auch schon perfekt. Also, das ist erledigt. Ich brauche noch zwei. Achso, die Jungs sind da, okay. Ich sehe Creep. Hat der. Ne, hat er nicht, okay. Ja, bauen wir einfach mal ein paar Tors, wa? Einfach mal ein paar so Türme willkürlich hier verteilen. Oh Gott. So. Oh Gott, da kommen die Muten. Ich glaube nicht, dass ich die Base hier rechtzeitig kriege. Tobi laggt. Gut, dass ich die Muten noch gesehen habe. Nur die Tors brauchen halt scheiße lange zu bauen. Weil ich nicht weiß, ob ich die mit drei. Obwohl drei Tors und Mars Repair sollte das richten. Theoretisch. Praktisch weiß es nicht. Ach, Tobi. Menno. Mal hin hier. Irgendwie doof. Es hat so schön angefangen. Dann hätte man einfach hingehen können und mit der Tankarmee ihn überrennen. Schade. Das sieht mir aus, als würde er rausdroppen. Ja. Der Timer so weit runter ist, der zählt jetzt runter. Und das ist ein Sieg für mich. Plöpp. Tschüss. So, return to game. Seine Muten müssten irgendwo... Hier, warte. Da sind sie, okay. Da sind die Dinger. Und die Tors, ja gut, die hätten jetzt angegriffen. Definitiv. Und die haben nur einser Angriffs-Upgrades. Auf jeden Fall, die Dinger wären mit viel Glück rechtzeitig fertig geworden. Und hier kommen die drei Tors. Die hätten die in Stücke geschnetzelt, wie sonst was. Und, naja, dann hätte ich das noch. Du und du, du fauler Sack. Ihr geht dahin und du fauler Sack gehst noch dahin. So. Ja, gehe ich hier mal raus. Scrollscreen. Und, ich war sogar hart an der Supply-Grenze. Aber wie man sieht, der Bild ist einfach super. Wenn man Muten noch früher scoutet als ich, dann hat man auch noch eine annehmbare Tor-Force. Und, naja, da kann er mit seinen Mutas einpacken. Aber sowas von. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.